Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge mit Evil Dynasty im Tal. Heute ist endlich mal ein schönes Wetterchen hier, auch zwar ein bisschen neblig oder so, aber es ist, schaut mal, nicht mehr ganz so kalt. Wir haben jetzt plus 0,3 Grad und es schneit auch mal nicht. Ja, was machen wir heute? Wir gehen mal nach Denica zu Mathilda und bringen ihr die Schuhe. Und dann würde ich sagen, machen wir mal noch die Quest in Lesnica, ne? Dann müssten wir ja eigentlich alle haben, ja. Und dann schauen wir mal, was uns dann noch so einfällt. Ja, ich müsste die Palisade hier weiterbauen, das wäre eigentlich auch nicht verkehrt, aber wie gesagt, wir haben ja kaum Holzstämme, ne? Ich könnte höchstens gucken, ob inzwischen wieder was da ist, dass wir uns da mal ein bisschen bedienen, denn ich habe auch keine Lust, hier ständig Bäume zu fällen, das ist ja... auch nicht so prickelnd, ne? So. Aber, nichtsdestotrotz, wir laufen heute mal nach Lesnica rüber. Gucken da. Und dann können wir ja nochmal zu der Dame in Branica gehen hier. Ich denke mal, damit wir diese unsägliche Quest loskriegen. Mathilda ist nie hier. Die mag ich auch nicht, wenn die sich so gegenseitig nie leiden können oder ne? Das ist auch nicht so mein Ding. So, gut, komme ich hier rein? Mathilda? Mathilda, womit kann ich dir helfen? Eine Näherin aus dem Nachbardorf hat mich gebeten, hierher zu kommen und was möchte sie? Ist das ein Trick? Ich bin mir nicht sicher, was zwischen euch beiden ist, aber ich denke, es wird höchste Zeit, das Kriegsfall zu begraben. Was? Ich? Nun, vielleicht hast du recht und unsere Rivalität hat lange genug gedauert. Weißt du was? Nimm das hier, das habe ich gerade gemacht und zeige es ihr. Sagen wir, es ist mein Friedensangebot. In Ordnung, mache ich. Ja, okay. So. Ich hatte gesagt, wir gehen nach Lesnica. Da gehen wir mal hier hinten raus. Ich bin ein bisschen paranoid, wie ihr wisst. Was ist denn jetzt wieder? Die Schafe haben kein Futter? Wieso haben wir denn wieder nicht? Also es ist ja alles hier überhaupt nicht mehr vorhanden oder wie oder was? Ach du meine Güte. Naja. Ich kann das jetzt nicht ändern. Alles eins nach dem anderen. Ah ja, habe ich mir gedacht. Ja, Rasi, du bist wieder mal zu albern. Wieso habe ich wieder kein Messer einstecken? Ich habe ja wieder gar nichts. Ich renne wieder planlos durch die Gegend. Mann, Mann, Mann. Ich weiß doch, dass hier Wölfe sind. Und dann habe ich keine Messer einstecken. Mann, das kann nicht wahr sein. Das kann ich Sparschwein. Eieiei. Na gut. So, gucken wir mal, ob wir hier so einfach über die Brücke kommen. Aber sieht gut aus. Möglicherweise. Oh, ist wirklich neblig, ne? Aber wenigstens scheint so ein bisschen die Sonne. Und es ist nicht mehr ganz so kalt. Und wenn wir wieder zu Hause angekommen sind, muss ich mich mal ums Tierfutter kümmern. Ich dachte, dass wir das gemacht hätten. Aber hier sitzt, glaube ich, niemand. Dann hätten sie uns schon überfallen. Doch! Was? Seit wann kommt ihr denn nicht? So, einer. Du brauchst auch nicht so dumm dort rumstehen. Du kriegst auch eins verpasst. So. Okay. Jetzt fallen sie wenigstens wieder um. Es war ja mal eine Zeit lang, da sind die stehen geblieben. So nach dem Motto The Walking Dead, ne?
Jetzt fallen sie wenigstens wieder um. Oh Gott. Nee, ich bin eigentlich nicht so ein brutaler Mensch, aber... Nee, ich will an das Ding hier. So. Aber hier muss ich mich ja verteidigen, sonst bin ich ja Mode, ne? Und da haben wir ja gleich wieder ein bisschen Wein für unsere Tischdekoration, ne? Das hat doch was. 75 Münzen, den Rucksack, das ist auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier auch wieder was zu essen. Sehr gut. Und hier haben wir gleich ein bisschen was zu verkaufen. Na, das passt doch. Habe ich was vergessen? Übersehen oder so? Nee. Ach, mich ärgert, dass das schon wieder da oben nicht läuft, wie es soll. Was ist denn da wieder schief gegangen? Habe ich keinen in der Scheune sitzen? Ich muss direkt mal nachgucken. Oder ist die Dame oder wer da gearbeitet hat vielleicht zufälligerweise ausgefallen? Ne, die machen doch Tierfutterdünger und das Zeug ist doch alles in Arbeit. Verstehe ich nicht. Was ist denn das dann für eine Anzeige da oben? Oder haben wir keine Schafe? Hä? Ich bin verwirrt. Was ist mit den Schafen passiert? Tierhaltung. Ich habe so eine Ahnung. Die Tiere sind wohl erfroren. Ach du meine Güte, was ist hier passiert? Was ist denn hier passiert? Was fehlt euch, Pelze? Jetzt haben wir keine Pelze mehr. Na gut, das ist auch jetzt nicht so schlimm. Die hölzernen Fiolen, die kann ich noch herstellen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Schmiede, was fehlt euch? Fischbär. Leinengarn. Der fehlt auch, das Leinengarn. Pelze, hat sie keine Pelze mehr. Ich bin ja erst bescheuert. Wie kann ich denn? Leder und Pelz, Leder und Pelz. Okay, ich muss mal ganz schnell in die Jagdhütte gucken hier. Ach Gott, nee, was habe ich bloß wieder für einen Käse veranstaltet? So, Fleisch, Leder, Pelz. Hier die Federn runter. Dazu machen wir hier das noch und hier das noch. So. Sorry, ein bisschen... Inventarverwaltung muss heute mal sein. Ich bin ja gerade völlig durch den Wind. Das kann es doch wohl nicht sein. Habe ich hier Pelz drin? Nee, hier ist Rohstoffe. Bin ich blind oder was? Leder. Wolle. Nee, das sollte er ja nicht verkaufen. Pelze gibt es hier nie. Na gut, ich will euch jetzt damit nicht langweilen, da gucke ich in Ruhe nochmal nach. Aber das kann ja wirklich gar nicht sein, wir haben ja keine Tiere mehr. Das ist ja... oh, nee. Muss ich gucken, ich muss gucken. Das ist ja... nee, also ich bin jetzt gerade ein bisschen... Theobald, willst du schon wieder Erz haben? Kann ich dir bei was helfen? Ja, möglich, was für ein Angebot hast du für mich?
In der Nähe gibt es eine Höhle. Ich brauche jemanden, der dorthin geht und mir Eisenerz besorgt. Okay, das werde ich machen. Habe ich das zufällig einstecken? Nee, ich habe bloß Eisenbarren. Wie viel will er denn haben wieder? Ach, der Kerl. 3. Okay, ich brauche 3-mal Eisenerz, bitte. Hm. Ja, ja, schön. Ach Mann, ich bin jetzt echt ein bisschen stinkig. Nee, nicht den Dünger. Doch, Dünger will ich verkaufen. Hier, ich brauche Kohle. So. Danke. Ja, du auch. So. Hier, Theobald, bitteschön, dankeschön und mach's gut. So, jetzt müssen wir ganz schnell nach Hause. Oder, nee, ja doch, ich muss erst mal gucken, ob das tatsächlich stimmt, dass wir hier keine Tiere mehr haben. Das wäre ja ganz katastrophal. Das wäre ja wirklich ganz, ganz schlimm. Also, ohne Umschweife und ohne Umwege direkt zurück nach Hause. Herrgott, es kann doch nicht wahr sein, dass wir hier unsere Tiere eingebüßt haben, oder? Am Tierfutter kann es ja nicht gelegen haben, denn das haben wir. Dann kann es nur sein, dass die Ställe kaputt waren und... die Tiere erfroren sind, weil wir so einen eiskalten Winter hatten. Also ich gucke mal. Und wenn dem wirklich so ist, dann müssen wir neue Tiere kaufen. Was habe ich denn jetzt für Geld? 7.000. Oh. Nicht viel. Ja, das nützt aber nicht, da müssen wir trotzdem Tiere holen, ne? Wir brauchen doch die Tiere. Habe ich auch keine Gänse mehr? Habe ich gar nicht mehr? Gänse habe ich. Doch, ich habe noch Tiere. Aber die haben alle nichts zu essen. Warum? Da kann es ja nur sein... dass die Damen schwanger sind. Die Evalda ist Mutter, ja. Schön, toll. Ich bin begeistert. Wen hatte ich denn da drinne? Die Gerada. Ach du meine Güte, die sind ja alle schwanger. Ach du liebe Zeit. Also, ja, ich muss hier einiges ändern. Deswegen haben die Tiere nichts zu essen. Denn Tierfutter wird ja hergestellt. Da muss ich jetzt selber die Tiere erstmal füttern. Nee, das kann nicht wahr sein. Aber, na, das Dorf muss ja wachsen. Deswegen, ja, wir brauchen dann natürlich auch Nachwuchs, ne? Aber dass das natürlich derartige Auswirkungen hat, dass gleich alle Tierzüchter ausfallen, das hätte ich jetzt so noch nicht erwartet oder so. Ich brauche Tierfutter. Also ich muss mich erst mit Tierfutter bewaffnen und muss die Tiere füttern gehen. Das geht ja gar nicht. Ja, ja. Ich bin auf dem Weg. Ich eile, ich springe, ich fliege, ich mache und tu. Ach, du liebe Zeit. Hier muss ich mich wirklich um alles alleine kümmern. Das ist ja furchtbar. Oh. Tierfutter her. Komm. Muss hier Tierfutter. Hier. Her damit.
Das brauche ich. Und jetzt gehen wir los. Jetzt füttern wir erstmal unsere Tiere. Oh Mann. Nee. Ja, bleibt aber auch nicht erspart hier. Doch, die Tiere sind noch da. Die leben noch. Das ist gut. Ich kann mir vorstellen, die könnten auch sterben, wenn die nichts zu essen haben. Die haben doch aber... Hä? Jetzt bin ich total durch den Wind. Die war sein doch. Die haben doch Essen. Die haben doch Futter. Was ist denn das doch für eine Anzeige? Die haben Futter. Hier ist zu 67%. Na, wir können ja auch nochmal auffüllen. So, da ist 100%. Wie habt ihr hier? Na, die fressen ja aber auch ganz schön. Ne? So, da können wir gleich mal hier die Eier noch mitnehmen. Und die Federn. Wenn wir jetzt einmal hier sind, dann sammeln wir das alles ab. Ja, dann verstehe ich das aber nicht, diese Anzeige. Also. Ja. Was? Das waren wieder Geräusche. Mann, Mann, Mann. Dass ich das hier alleine machen muss, ist mir ja klar. Das verstehe ich. Aber das mit dem Futter hier oben, mit der Anzeige, das verstehe ich gerade nicht. Habe ich echt keine Ahnung, was das soll. Und ihr macht mal draußen euer Geschäft und nehmt mal hier drinnen, dass ich das nicht jedes Mal wieder ausräumen muss. So, gut, das ist voll. Wo haben wir die Gänse? Hallo, ich kenne mich schon nicht mehr in meinem Dorf aus, ist ja furchtbar. Ja, der Trog ist voll, den habe ich ja auch gerade aufgefüllt. So. Also, die Schweine haben zu essen. Die Hühner haben jetzt. Die Gänse haben. Jetzt müssen wir noch bei den Kühen drüben gucken. Jetzt müssen wir noch drüben bei den Kühen gucken. So, also die haben. Oh Gott, so. Das ist ja wirklich wieder eine Katastrophe hier in diesem Dorf. Meine Güte. So, eine Küche haben wir hier nicht, ne? Nee, wir haben hier keine Küche. Aber die Schafis, warte mal, Schafis. Also die leben auch noch, das ist schön. So. So, und was ist hier? Hier ist auch Wolle drin. Ach, wahrscheinlich, weil das Lager voll war, oder wie soll ich das verstehen? Also die... Aber hier ist kein Futter. Wieso ist denn hier kein Futter drin? Ist hier niemand? Nee. Wen nehme ich denn jetzt mal hierher? Das ist hier jemand, die die Tiere versorgt. Dagorath, wo sitzt denn du? Wen haben wir hier im Haus? Moment, ich muss mal gucken, wer hier wohnt. Lorelei und Stamir. Na, dann nehmen wir den Stamir. Da muss der sich jetzt hier um die Tiere kümmern. Komm her hier. So. Haben wir es jetzt richtig? Ja, haben wir. Gut, dann hätten wir das. Ne, ihr armen Schafis. Mann, niemand kümmert sich hier um euch. Das kann ja wohl nicht angehen.
Doch, hier ist eine Küche. Was bin ich denn bekloppt? Ja, wir haben doch. Ach Gott. So, jetzt haben wir dieses Chaos erstmal ein bisschen beseitigt. Ja, was machen wir denn jetzt noch schnell? Was machen wir denn jetzt noch? Wollen wir hier noch diese... Da brauche ich Holzstämme. Okay, naja, war ja klar, dass ich hier Holzstämme brauche. Dann gucke ich mal, was wir für Holzstämme haben. Und dann können wir hier die Tore fertig bauen. Und vielleicht können wir noch ein bisschen Palisade machen. Dass wir die auch mal fertig kriegen. Auf der Seite zumindest mal. Holzstämme, ne? Ah, klar, hier, komm. Ja, mit den Stämmen, das machen wir jetzt. So. Da bauen wir die Palisade noch weiter, die zwei Tore, die ich hier angefangen habe. Und ja, vielleicht können wir dann beim nächsten Mal noch... warum rennst du ohne Hosen rum? Der muss ja warm sein. Oh Gott. Oh je, was ist denn mit dem passiert? Bist du krank und da schwebt er noch so? Bist du Jesus? Muss ich nicht verstehen. Muss ich echt nicht verstehen, ne? So. Weiter geht's mit der Palisade. Wo hatten wir denn aufgehört? Ich würde sagen, hier hinten irgendwo, ne? Ja. So, dann machen wir die hier mal fertig, soweit es geht. Natürlich kann ich auch nicht an Stein vorbeilaufen. Ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Würdest du bitte die Palisade bauen? Danke. So. Ich glaube, die Stämme reichen euch schon wieder nie, wenn ich das hier so sehe. Aber das war ja klar, da habe ich mir zu wenig mitgenommen. So, das ist ein Tor. Was haben wir hier ohne Lücke? Boah. Ja, aber wir hatten doch eine Methode gefunden, mit der man das so ein bisschen kaschieren könnte, ne? So, das müssten wir dann natürlich überall so dran setzen. So, jetzt haben wir schon wieder keine Holzstämme. Aber ich gehe die mir jetzt aus dem Lager holen. Ich weiß nicht, wie viel brauchen wir denn? Das ist noch eine ganze Ecke, ne? Und hier scheint auch so eine Lücke dran zu sein. Toll. Naja, gucken wir mal, wie wir das jetzt hinkriegen hier. Zur Not müssen wir eben noch mal ein paar Bäume fällen gehen, aber jetzt wollte ich das ehrlich gesagt nicht machen. Wir holen uns noch ein paar Stämme, dass wir noch ein Stückchen weiterkommen, ne? Und ich werde dann mal sehen, dass ich das außerhalb der Aufnahme noch hinkriege, ein paar Bäume zu fällen irgendwo. Und dass wir das mal fertig kriegen. Ich würde mal sagen, die nehme ich mir, oder nee, ich wollte das ja in den... Ich wollte das ja in den Markt stellen. Moment mal, das können wir jetzt gleich mal einstellen, dass die hier die Holzschalen verkaufen. Ich muss jetzt mal gucken, wo finde ich das? Bei Rohstoffe oder Werkzeuge? Rohstoffe? Mal gucken. Ja, hier, ist doch da. Ne, habe ich nie eingestellt, also. So, und die Teller mit. So.
Und ja, ne, dann hätten wir es doch. Dinger kannst du auch mal ein bisschen mitverkaufen hier. So. Okay. Und jetzt schmeiße ich das Tierfutter hier wieder rein, weil das brauche ich jetzt nie. Die Pelze kriegst du hier. Das Tierfutter kommt hier rein. So. Die Wolle, das Wollgarn und der Wollstoff. Okay. So, jetzt bauen wir noch ein bisschen an der Palisade. Und dann machen wir Schluss für heute, ne? Ich denke mal, die Quests haben wir alle erledigt. Die sind durch. Ja, so wie es... Ne, ach so, nee, ich muss noch nach Branica. Aber gut, das kann ich mal alleine machen. Ich denke mal, da habt ihr bestimmt nichts dagegen. Da renne ich da noch mal hin und schaffe das hin. Und gut, ne, dann wäre es das eh gewesen. So, weiter geht's. Na, hier ist überall eine Lücke drin. Das ist... nicht gut. Aber wenigstens ist das heute mal ein tolles Wetterchen, das wieder keine Holzstämme. 6. Oh Gott, wir brauchen noch so viel. Soll ich die Birke platt machen? Ich könnte hier ein paar Birken schnell mal umhauen. Wartet mal. Ich werde mal hier ein paar Birken fällen. Aber da muss ich ja unzählige fällen, ne? So. Ja, sollten die jetzt hier nicht reichen, dann mache ich, wie gesagt, das mal außerhalb der Aufnahme, dass ich hier Holz ran schaffe. Und dass wir dann mal die Palisade fertig kriegen hier. Schluck Wasser trinken. Okay. Wie viel habe ich jetzt? 12. Na, das reicht natürlich nicht weit. Das ist klar. Naja, okay. Machen wir noch ein Stück weiter hier, bis wir keine Stämme mehr haben. Und dann 6, 12. Und damit war es das schon wieder. Gut. Ihr Lieben, ich würde sagen, da machen wir beim nächsten Mal weiter. Bauen hier dann das fertig. Ich würde jetzt erstmal hier noch so eine Ranke dran setzen, dass wir diesen Lücke ein bisschen wegkriegen. Wenn er mich lässt. Ha, warum geht das jetzt hier nicht? Kleines Stückchen rüber, ja. So. So. Gefällt mir nicht.
Naja. Okay. Aber so geht's. Da haben wir es erstmal ein bisschen kaschiert. Aber das müssen wir natürlich dann an die ganzen Zäune patschen, das Zeug, ne? Damit das gleichmäßig aussieht. Sonst sieht das, ja, dann fällt das ja erst recht auf, ne? Dass da was nie richtig ist. Gut, wir gehen jetzt erstmal einen Schluck. Ne, trinken hatten wir ja schon. Wir können uns zu Hause waschen. Armes Kind, ich wollte dich nicht rempeln. Oh Gott, entschuldige, Norman. So. Okay, meine Lieben. Nur mein Kleiner. Vater, schau, was ich gefunden habe. Du sollst es haben. Eine Speisemörsel. Jetzt? Sehr schön. Danke. Du auch. So, ich mache euch mal eine warme Stube. So. Und ich werde jetzt noch einen kleinen Happen essen. Ein bisschen Obst, ne? Und ein paar Stücken Fleisch. Und dann verabschiede ich mich euch. Dann verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, lasst euch gut gehen. Und ja, dann sehen wir uns so, wie ihr denn wollt, beim nächsten Mal wieder. Tschüss!